Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Volkswagen Art for All Online Edition. Mein Name ist Sven Beckstätte und ich bin Kurator am Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin. In dieser zweiten Folge zum Thema Kunst und Musik sprechen wir mit der Künstlerin Nevin Aladar über ihren Einsatz von Instrumenten in ihrem Werk und das Verhältnis von Skulptur und Klang. Ausgangspunkt ist ihre Videoarbeit Voiceover von 2006 aus der Sammlung der Nationalgalerie. Dieses Werk, in dem Aladar zum ersten Mal Instrumente einsetzte, wird demnächst in der von Anna-Katharina Gebbers kuratierten Ausstellung Magical Soup im Hamburger Bahnhof zu sehen sein. Nevin Aladar wurde 1972 in Van in der Türkei geboren. Sie wuchs in Stuttgart auf und studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Olaf Metzel. 2017 nahm sie an der Documenta teil. Am 7. Dezember 2019 eröffnete ihre Ausstellung im San Francisco Museum of Modern Art. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Aladars Arbeit Voiceover wurde 2007 von der Stiftung der Freunde der Nationalgalerie für zeitgenössische Kunst angekauft. Das Video ist 14 Minuten lang und besteht aus drei separaten Elementen, die hintereinander geschnitten sind. Fahrtwind lässt eine Mundharmonika erklingen, Regen prasselt auf ein Schlagzeug, Jugendliche singen des Nachts türkische Lieder in einem Park. Nevin, wie entstand der Film und wie kamst du auf die Idee, Instrumente quasi von der Natur bespielen zu lassen? Also ich hatte zuerst die Aufnahmen der Jugendlichen im Görlitzer Park gemacht. Das war eher ein Zufallsfund, muss ich sagen. Ich bin durch den Görlitzer Park im Winter gelaufen am frühen Abend und habe die dann singen hören vor so einer Art Jugendherberge. Und dann bin ich sofort nach Hause. Ich habe damals noch in Neukölln gewohnt und habe mein Nachtsichtgerät, also meine Kamera mit dem Nightshot-Ästhetik geholt und habe die Jugendlichen gefragt, ob ich sie denn filmen darf. Ursprünglich war der Film eigentlich für meine Eltern gedacht. Ich fand es auch verwirrend, wenn ich ehrlich bin, dass die Jugendlichen sozusagen 15, 16 waren, offensichtlich die dritte Generation, aber diese alten Lieder meiner Eltern gesungen haben. Und weil mich das auch ein bisschen berührt hat, vielleicht auch, aber auch verwirrt hat, habe ich gedacht, ich zeichne es auf und spiele es erstmal meinen Eltern vor. Und dann fand ich es dann aber gleichzeitig so toll vorgetragen und so real auch, dass sie das wirklich so inbrunstig gesungen haben und es war wirklich Teil von ihnen, dass ich dann beschlossen habe, ich würde es eigentlich gerne in ein Video, also in eine künstlerische Arbeit verpacken. Wie kann ich das am besten demonstrieren, ohne dass ich die jetzt nur rein singen lasse? Und dann sind eigentlich die Ideen stammten, okay, was ist eigentlich noch sozusagen etwas, was einen neuen Klang erfährt oder was auch auf eine natürliche Art und Weise einen Klang erzeugt, der aber trotzdem erstmal verwirrend erscheint optisch. Das ist, dann habe ich einfach an verschiedene Momente gedacht, wie quasi Instrumente von der Natur bespielt werden können, also von Regen, von Wind, von anderen Elementen, und bin dann auf das Bild des Schlagzeugs gekommen, das vom Regen bespielt wird, und von der Mundharmonika, die ich aus dem fahrenden Auto halte und durch Marzahn fahre, wo wiederum die Hochhäuser sich auch formal an die Mundharmonika anlehnen, nur in einer vertikalen Form, und die Mundharmonika dazu in der horizontalen, wo eben diese verschiedenen Stimmen da gleichzeitig erklingen und hindurchströmen. Der Titel Voiceover stammt ja aus dem Film. Er bezeichnet die Tonaufnahme einer Stimme, die über eine andere Tonspur oder eine Bildsequenz gelegt ist. Wie verstehst du ihn hier? Also dieses Voiceover habe ich sozusagen von der wörtlichen Bedeutung ein bisschen versucht zu entfremden. Also nicht die Stimme, die über der anderen Stimme liegt, sondern eher so die Stimme, die hindurchfließt. Also für mich war das auch so ein bisschen die Emotionen, die Sehnsüchte, die Kultur, die sich quasi vererbt hat über die Generation an diese Generation, die vielleicht gar nicht das Gefühl der Sehnsucht in ein anderes Land vielleicht kennt, aber das vermittelt bekommen hat und auf eine Art nachempfinden kann. İçim yanıyor, yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Dazu ist es wichtig, noch einmal auf den Inhalt der Lieder zu kommen, die die Jugendlichen singen.
Du hast ihren Gesang bewusst nicht untertitelt, sondern rein türkisch gelassen. Für alle, die kein Türkisch verstehen, legst du den Fokus damit auf die Emotionalität und Leidenschaft in ihrem Vortrag, aber auch in ihrer Gestik und Mimik. Zugleich werden die Lieder abstrakter, was mit den Geräuschen der Instrumenten korrespondiert. Es ist lustig, weil die Lieder sind auf der einen Seite so klassische Volkslieder, wo es um Liebe und Alleinsein geht, aber es beschreibt aber auch Lieder, wo es um Sehnsüchte geht und um Entwurzelung. Und ich dachte, bevor ich das jetzt wirklich im Detail übersetze, und manchmal ist das ja auch die Sprache, also ist ja manchmal auch sehr pathetisch in so Lyrik sozusagen. Und bevor ich das abmildere dadurch, dass es vielleicht jetzt zu sehr beschrieben wird und vielleicht auch eins zu eins gelesen wird, ist die Empfindung doch sehr viel stärker, glaube ich, auch für den, der die Sprache nicht beherrscht. Und ich fand es irgendwie spannender, sozusagen das Gefühl zu vermitteln, als jetzt wirklich einen 1:1 Inhalt zu übersetzen. Und das Bild ist sozusagen, das Bild mit dieser Nightshot-Ästhetik, also mit diesem scheinbar geisterhaften grünlichen Licht, wo man nicht genau weiß, in welchem urbanen Raum sich diese Jugendlichen befinden, zusammen mit dem Alter, was man erkennt, offensichtlich eben junge Männer, die sich vielleicht eben treffen und vielleicht nicht, wie soll ich sagen, in jeder Gesellschaft so leicht einfinden können, gepaart mit dieser dann doch vielleicht nicht so männlichen Art, auch Emotionen auszudrücken, aber in der Kultur, aus der sie vielleicht kommen oder die sie kennengelernt haben, dann doch eigentlich eine weibliche Geste, wenn man so will, dass man eben seinen Gefühlen auch freien Lauf lassen kann in Form von Musik, also dass das Musik auch dazu dient, dass man das auch darf vielleicht in verschiedenen Gesellschaften, aber vor allen Dingen auch in der türkischen. Das fand ich irgendwie ganz spannend, dass es so eine Diskrepanz darstellt und so ein Unverständnis, aber gleichzeitig erschließt sich das alles eigentlich ganz einfach, weil es eben, wie gesagt, ein echtes Dokument ist und auch man spürt, dass es auch echt empfunden ist und echt vorgetragen ist. Diese Abstraktion ist auch bezeichnend für deinen Umgang mit dem Raum. Auch das Setting lässt du ebenfalls eher unbestimmt. Wenn man es nicht gerade Treptow kennt oder Marzahn, es spricht eben, steht auch für jede andere Stadt oder Großstadt. Aber zumindest der Ort, wo sie gefilmt wurden, der ist sehr uneindeutig. Mir haben auch Leute gesagt, dass sie dachten, das ist irgendwie in Belgien oder sonst wo. Und das fand ich auch interessant, weil es ist natürlich diese Geschichte, die sie erzählen, sofern sie eine ist, kann sich natürlich überall abspielen. In deiner Dreikanal-Videoinstallation Session von 2013 treten dann nur noch Instrumente als Akteure auf. Wenn Menschen erscheinen, wirken sie wie Staffage. Auch wenn das Setting wieder eher unbestimmt gelassen wird, lässt sich das 6-minütige Werk trotzdem als eine Art Städteporträt, in diesem Fall von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, verstehen. Die Arbeit ist für die dortige Biennale entstanden. Es war so, dass ich zur Sharjah Biennale eingeladen wurde 2011, die dann 2012 stattfand. Und ich bin dann mehrmals hingefahren, um quasi den Ort zu studieren. Wir hatten schon vereinbart, dass ich so eine Art musikalisches Porträt der Stadt mache. Und ich wusste noch gar nicht, weil ich kannte die Emirate gar nicht, was mich da erwartet. Und als ich dann in den unterschiedlichen Musikinstrumentenläden war, um mich erstmal sozusagen bekannt zu machen mit den Instrumenten, die dort vorherrschen oder was jetzt vielleicht emiratische Instrumente sein könnten, habe ich eigentlich festgestellt, dass die meisten Instrumente, vor allem die Perkussiven, die ich sehr spannend fand, erstens gab es sehr viele perkussive Instrumente und zweitens waren die alle sehr, sehr interessant und die stammten aber gar nicht unbedingt eben aus den Emiraten, beziehungsweise wir hatten natürlich Ähnlichkeit mit vielen anderen perkussiven Instrumenten aus anderen Ländern, aber viele stammten eben aus dem Iran, Irak, Indien oder Pakistan. Und das waren natürlich die Instrumente, die Arbeitermigranten sozusagen mitgebracht hatten. Und das fand ich dann ganz schön, weil diese Instrumente dann stellvertretend für die Gesellschaft waren, die dort lebt. Hauptsächlich eben bestehen die Emirate aus Einwanderern. Und dass das eher so ein Porträt auch über sie wird, über sie und wie sie in dieser Landschaft, die ja zum Teil künstlich ist, also mit künstlich angelegten Seen und Gärten bis hin zum Meer oder zur Wüste, wie sie sich in ihr bewegen und was es mit ihnen macht.
wirklich als Metapher zu sehen. Und zumindest war das für mich so, deswegen hat das auch diesen, und ich hab dadurch natürlich auch die Gegend und die Landschaft erkundet mit den Instrumenten zusammen. Dieses Thema des Kulturtransfers durch Migration, die Hybridität von kulturellen Entwicklungen und der wechselseitige Austausch, der sich unter anderem in musikalischen, aber auch ornamentalen Traditionen findet, ist ja ein Hauptthema in deinem Schaffen. Genau, also vielleicht die positive Erkenntnis darüber, dass das, was man sucht, was vielleicht einen gewissen Ursprung zu haben scheint oder einem Ursprungsland angehört, dass es gar nicht wirklich existiert. Zum einen gibt es sehr viele Verwandtschaften, ob das jetzt in verschiedenen Mustern oder in musikalischen Ausrichtungen oder Instrumenten ist. Und zum anderen ist es einfach so, dass natürlich jeder, der quasi an dem Ort sich befindet und lebt und beeinflusst diesen Ort ja. Und es gibt eine gegenseitige Beeinflussung. Und das sozusagen immer wieder auf unterschiedlichen Arten und Weisen zu erzählen, aber auch zu erfahren, ist eigentlich das, was mich interessiert. Die Videoinstallation besteht zum einen aus Kontrasten, vor allem in der Landschaft, aber auch von einer klanglichen Komposition sowie von skulptural-formalen Aspekten, wenn etwa drei runde Formen gleichzeitig zusammenkreisen. Was stand für dich beim Schnitt im Vordergrund? Die Idee hatte ich ja vorher auch nicht so im Kopf, als ich da die ersten Recherchen gemacht habe. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht, dass es eine Dreikanal-Installation werden soll. Das ist eigentlich erst im Schnitt entstanden, wo ich dann gedacht habe, ist das eigentlich schöner, nicht die Instrumente hintereinander wegzuschneiden, wie bei den zuvorigen Filmen, sondern eine Art Ensemble oder ein Zusammenspiel zu erreichen, wo du mehrere Klänge gleichzeitig hören kannst und wo es auch ein Zusammenspiel zwischen Bild und Ton gibt und Klang natürlich. Bild und Klang, genau. Und auf jeden Fall ist es, ja, es ging erstmal natürlich um die Instrumente, um den Ton, den man erwirken kann in der Landschaft und dann auch das Bild, was das sozusagen transportiert und die Aneignung dieser Instrumente als autarke, bewegte Objekte, Skulpturen, wenn du so willst, eben im Raum, der aber gleichzeitig was mit ihnen macht. Und dann natürlich die meiste Arbeit oder die Hälfte der Arbeit entsteht, wie du gesagt hast, auch im Schnitt. Das heißt, dann erst, nachdem wir tagelang, also fast eine Woche lang gefilmt haben, also bei der zweiten Reise bin ich dann mit dem Team schon angereist und ich hatte die Locations schon gesichtet, also den Industrial District oder die Altstadt oder die Wüste eben oder die künstliche Landschaft und die Instrumente hatte ich auch schon besorgt. Wir hatten einen sehr guten Kameramann und einen sehr guten Toningenieur dabei. Das heißt, während wir da in der Wüste waren mit den verschiedenen Instrumenten, haben wir uns ausprobiert. Wir haben die dann irgendwie diesen Hügel runterrollen lassen oder haben sie irgendwie gezogen an der Schnur oder was auch immer. Und dann sind sozusagen diese nächsten Ebenen, also ein bisschen wie so ein bildhauerischer Aspekt, wenn du so willst, wenn du dann additiv einfach von einem Schritt zum nächsten kommst und das Ganze sich aufbaut. Und am Ende musst du es aber eigentlich wieder reduzieren, weil dann musst du dich natürlich von ganz tollen Bildern wieder trennen, weil es der Komposition nicht gut tut oder weil es vielleicht der Aussage nicht dienlich ist. Und das ist dann quasi in dem Schnitt dann passiert, als wir dann zurück in Deutschland waren und auch am Ton noch ein bisschen gefeilt haben. Und insofern, dass wir manchmal das Rauschen rausgenommen haben, wobei die Tonqualität war wirklich hervorragend. Und dann zu sehen, okay, wir haben jetzt hier ein Riesenpotenzial und wie schneidet man das jetzt? Also der Schnitt war auch, das war auch wiederum ein professioneller Cutter. Wir saßen dann nebeneinander und wir haben uns gegenseitig eigentlich Vorschläge gemacht. Also wie klingt das kompositorisch interessant, wirkt aber trotzdem wie beiläufig und wie kann man das Spielerische mit dem auch ernsten oder ruhigeren Passagen zusammenbringen. Und also das war eine sehr, für mich auch vielleicht das erste Mal, eine sehr intensive und interessante Auseinandersetzung mit verschiedenen Komponenten gleichzeitig zu arbeiten. Einerseits, wie geht man mit dem Raum um, und mit dem bewegten Bild und gleichzeitig aber auch mit dem Ton. In diesem Fall stammt der Titel Session aus der Musik und hat viel mit Improvisation zu tun. Diese Konnotation zur Musik, also es ist klar, dass es irgendwie ein Zusammenspiel sein kann in musikalischer Form, wo Leute sich treffen und zusammen einfach loslegen, musizieren. Also ich begreife das auch als was Freies, also als was Improvisiertes, weil so bin ich auch an die Geschichte rangegangen. Ich hatte ein paar Ideen und vielleicht die Form als Idee und wie es dann gewachsen ist oder zu dem, was es dann geworden ist, ist es eigentlich nur geworden, indem ich mich darauf eingelassen habe und auch versucht habe herauszufinden, was das Potenzial der Landschaft und der Instrumente und der Klänge der Instrumente ist. Und insofern beschreibt es sozusagen den Entstehungsprozess als auch dieses Zusammenspiel der Instrumente und den experimentellen Output.
Ein weiteres musikalisches Städteporträt entstand dann 2015 mit Traces, ebenfalls eine sechsminütige Dreikanal-Videoinstallation, die sich mit Stuttgart auseinandersetzt und die du zusammen mit Session im Kunstmuseum Stuttgart gezeigt hast. Während du in Session hauptsächlich perkussive Instrumente verwendet hast, treten hier mit Akkordeon, Trompete und Geige auch Melodieinstrumente auf. Traces vermittelt eine ganz andere Stimmung, bis hin zu humorvollen Zusammenschnitten und Konstellationen. Ja, also das mit Traces, das war wirklich vielleicht eine besondere Arbeit für mich, weil ich ja in Stuttgart aufgewachsen bin und auch kulturell geprägt wurde, wenn man so will. Und insofern war ich total froh, dass ich was machen durfte, was jetzt mal mit meiner Heimatstadt zusammenhängt. Und natürlich hat das einen anderen Zugang. Das heißt, dadurch, dass ich größtenteils positiv geprägt bin, habe ich das auch versucht zu übertragen in dieser Arbeit und habe das zum einen Traces genannt, weil es meine Ursprünge sind, meine Wurzeln, und weil es gleichzeitig und dann hat es natürlich ganz andere Instrumente gehabt, das heißt Instrumente, die aus dem Raum Baden-Württemberg stammen und die eben, wie du sagst, nicht nur perkussiv sind, sondern die ich als Kind auch dort entweder selber gespielt habe, von der Flöte über die Violine oder Trompete und dann noch andere perkussive Instrumente auch in der Zeit. Eigentlich alles, was mich zu meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit geprägt hat, auch die Panflöte von den ganzen eigentlich Straßenmusikern aus Südamerika, die in den 80er Jahren sehr viel unterwegs waren. Also im Prinzip so eine Aufarbeitung der musikalischen Prägung. Und deswegen durfte es auch sehr viel humoristischer sein, weil es auch ein bisschen absurd war, weil auch die Orte, welche waren, die mich sozusagen als Jugendliche und Kind geprägt haben, das waren nun mal öffentliche Plätze, ob das jetzt die Einkaufsstraße, die Königstraße von Stuttgart war oder der Schuttberg, wo man als Jugendlicher war und Partys gefeiert hat oder eben verschiedene auch Spielplätze. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also Session war interessant, weil ich einen Ort kennenlernen durfte über diese Arbeit und auch die Kultur darüber kennengelernt habe. Und Traces war so eine Hommage an meine alte Stadt sozusagen, wo ich jetzt das erste Mal mich künstlerisch, musikalisch austoben durfte. Und insofern ist es wirklich auch lustiger geworden, wie du sagst. Aber auch so, wie ich wirklich diese Stadt für mich beschreiben würde. Also es ist wirklich eine Hommage an die Stadt geworden. Nachdem du in deinen Videos mit herkömmlichen Instrumenten gearbeitet hast, fängst du ab 2014 an, selbst Instrumente zu entwickeln. Zu Anfang nimmst du Möbel und Alltagsgegenstände und kombinierst sie mit Elementen von Instrumenten wie Trommelfellen, Saiten und Glocken. In den Installationen der Music Rooms stellst du diese Objekte buchstäblich zu Musikzimmern zusammen. Wie kam es zu diesem Schritt, der ja in eine skulpturale Richtung geht? Und zugleich in Richtung Performance, denn du lässt diese Objekte auch von Musikerinnen und Musikern bespielen. Also dieser Schritt kam eigentlich durch den Gedanken, wie kann ich Musik eigentlich noch anders erzählen als in Film oder nur in Klang. Ich wollte das erstmal skulptural übersetzen, auch in einem Raum, erstmal als Skulptur, ohne dass es klingt und dann aber durch den Musiker aktiviert werden kann und bespielt werden kann. Und den Titel Music Room oder Musikzimmer, der ist abgeleitet aus der Tradition der musikalischen Salons des 18. Jahrhunderts bis heute zur Kammermusik. Nur dass das Möbelstück in dem Fall sozusagen in den Mittelpunkt rückt und das ist, was eigentlich klingt und der Musiker sozusagen zusammen eine Einheit wird mit dem Möbelstück, indem er sich zum Beispiel auf den Sessel setzt und mit den Gitarrensaiten, die in die Sessellehnen gespannt sind, spielt und dass sozusagen alles zusammen resoniert und etwas eine Stimme erlangt oder umfunktioniert wird, was normalerweise eben eine andere Funktion bekommen hat oder also es wird halt sozusagen in einen neuen Kontext gesetzt, obwohl es sozusagen für was anderes gedacht war und einen anderen praktischen Zweck erfüllt hatte. Um das zu hinterfragen oder etwas sozusagen zu transferieren, das fand ich irgendwie interessant, vielleicht auch mit dem Augenzwinkern eben, mit der Anspielung auf die Kammermusik. Und die ersten Male, als ich diese Musikzimmer gezeigt habe, waren sie auch wirklich wie so Zimmer arrangiert, das heißt, es gab einen Tisch. Das Tisch hatte vielleicht einen Fellbezug und war dann ein Trommeltisch. Die Sessel hatten Saiteninstrumente entweder im Rücken oder in den Lehnen gespannt.
und waren dann unterschiedliche Gitarren, Bassgitarren, Mandolinen und andere Instrumente wurden zu Violinen oder zu anderen Trommeln umgebaut oder auch zu einem Blasinstrument. Später habe ich die dann auf Sockel gestellt für die Documenta in Athen, weil ich einerseits sozusagen diesen skulpturalen Aspekt, glaube ich, ein bisschen stärker betonen wollte. Also ich wollte es sozusagen nicht eins zu eins wie ein Zimmer darstellen und man erfährt erst auf den zweiten oder dritten Blick, dass es eigentlich auch musikalische Elemente sind, die dazugebaut wurden und dass das eigentlich Instrumente sind oder umfunktionierte Möbel zu Instrumenten umfunktioniert sind, sondern ich wollte dann auch die Skulptur wirken lassen und gleichzeitig eine Art Podest und Bühne bauen für den Musiker, der die dann auch bespielt. Das heißt, das Instrument erfährt nicht nur sozusagen eine skulpturale Erhebung, sondern auch einen Bühnencharakter, auf dem es sich sozusagen präsentieren darf. Und genau, da gab es so verschiedene Ansätze, sozusagen, wie ich mit dem Musikzimmer umgegangen bin oder in der Präsentation auch damit umgegangen bin. In welchem Verhältnis stehen bei der Auswahl der Objekte klangliche zu skulpturalen und zeitbezogenen Eigenschaften? Das ist eine Mischung aus Alltagsgegenständen, wie du sagst, also Kochtöpfe, Kochdeckel, die zu Cymbals, zu Glocken, zu Trommeln umfunktioniert wurden, bis hin zu unterschiedlichen Möbeln, die ich eigentlich alle aus Flohmärkten oder Möbel-Secondhand-Läden gefunden habe und die sozusagen in unterschiedlichen Haushalten stehen konnten, die aber auch bestimmte Zwecke erfüllen mussten. Das heißt, es musste ein besonders stabiles Holz sein oder es musste eine gewisse Höhe haben, damit ich auch dieses oder das andere Instrument damit bauen konnte. Also ich bin schon bewusst sozusagen in die Läden gegangen oder auf die Märkte gegangen, um dann die Möbel zu finden, die ich dann tatsächlich auch in die Instrumente transformieren kann. Und gleichzeitig sollten sie aber auch Alltagsgegenstände sein oder auch ein bisschen historischen Bezug haben. Und daraus zusammen eigentlich, also in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Instrumentenbauern, also diese Music Rooms, die entstehen immer in Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern, Trommelbauern, Violinenbauern oder Gitarrenbauern, haben wir dann überlegt, wo wir die Mechaniken anbringen können, wo wir die Saiten anbringen können, wie gut muss der Klang sein oder wie abstrakt darf er bleiben und haben dann sozusagen versucht, akustisch das Beste aus den jeweiligen Möbeln rauszuholen, aber auch ästhetisch sozusagen eine Raffinesse mit einzubauen. Und es hat total Spaß gemacht. Also ich habe in der Zeit auch total viel gelernt, muss ich sagen. Also auch von dem Handwerk dieser verschiedenen Instrumentenbauer, als auch von den, von dem kreativen Verständnis füreinander. Spielt bei der Zusammenstellung der Objekte auch ihre jeweilige Stimmung eine Rolle für dich? Sie werden eigentlich immer jeweils von den Musikern vor Ort nochmal gestimmt. Also und das können Sie eigentlich vornehmen, wie Sie wollen, weil es am Ende sowieso ein Zusammenspiel wird. Also bei einer Performance, bei einer Aktivierung dieser Musikzimmer sind immer 3 bis 4 Musiker zugleich am Werk. Das heißt, es sind zum Beispiel in Athen waren es 15 Instrumente und maximal 4 Musiker. Während der Proben wurden die Instrumente alle gestimmt in Absprache und auch unterschiedlich. Und dann hat man sozusagen während des Spiels so improvisiert, dass es trotzdem eine gute Improvisation wurde, also einen harmonischen Klang ergeben hat. Und ich habe das im Vorfeld insofern beeinflusst, als dass ich halt eben von jedem Instrument ein Genre verschiedene Instrumente haben wollte, also verschiedene Saiteninstrumente, verschiedene perkussive Instrumente. In dem Fall in Athen gab es kein Blasinstrument, weil es so kompliziert war. Aber und dass es dann aber vor Ort jeweils nochmal nachgestimmt werden muss, ist klar, weil sonst kommt wirklich also gar kein Ton raus. Manche wurden auch elektrisch verstärkt, weil sie vielleicht zu leise waren und weil sie dann im Zusammenspiel komplett untergegangen wären. Das Cello zum Beispiel, die Cello-Garderobe wurde verstärkt. Der Gitarrensessel wurde auch verstärkt. Die Trommeln natürlich nicht, die verschiedenen Percussion-Instrumente und manche andere Saiteninstrumente schon. Und dann ist eigentlich die Kunst daran, dass die Instrumente quasi den besten Ton herauskitzeln, dass es sozusagen ein Kennenlernen ist mit diesem Sessel, mit der Sesselgitarre oder mit der Cello-Garderobe und das versucht wird,
herauszuhören, was ist eigentlich die Stimme dieses Möbelstücks und dieses Möbelinstruments und wie kann ich sozusagen unterschiedlich damit spielen. Und die Musiker im besten Fall während einer vielleicht 30-minütigen Performance bewegen sich auch im Raum und spielen dann unterschiedliche Instrumente. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man sich jetzt nur auf eins fixiert oder spezialisiert, sondern man versucht wirklich immer wieder auch neu an das Instrument heranzutreten und zu schauen, was macht denn der Musiker mit dem und die Musikerin aber anders mit demselben Instrument und wie ist dann das Zusammenspiel untereinander. Also es war wirklich... Es war schon so, dass es professionelle Musiker gebraucht hat, damit sie überhaupt Klänge herauskitzeln können und auch damit raffiniert und harmonisch und auch eben musikalisch interessant umgehen können. Gleichzeitig war das natürlich eine totale Herausforderung, aber ich glaube auch für sie eine sehr interessante Herausforderung zu sehen, wie viel die eigentlich dann doch können, die Instrumente. Also es ist nicht so, dass die dann in irgendeiner Form limitiert sind, sondern man muss nur kreativ sozusagen herangehen und kann dann sehr, sehr viel sozusagen bewirken mit den Instrumenten. Bei der nachfolgenden Gruppe der Resonators löst du dich von den gefundenen Formen in den Möbeln und schaffst abstrakte Skulpturen, in denen ganz unterschiedliche Teile von Instrumenten zu finden sind. Diese Resonators können von mehreren Personen gleichzeitig bespielt werden. Wie reagieren die Musikerinnen und Musiker auf diese ungewöhnlichen Klangskulpturen? Bei Resonator ist es ja so, dass ich nichts vorgefunden habe, sondern dass ich wirklich versucht habe, Skulpturen zu bauen, die formal funktionieren, aber auch klanglich. Das heißt, es gibt sozusagen den Mutter-Resonator, der verschiedene Genres verbindet, das heißt Saiteninstrumente, Perkussive als auch Blasinstrumente. Und dass dieser eine Körper, der sehr abstrakt aus verschiedenen geometrischen Formen zusammengesetzt scheint, aber gleichzeitig bespielt wird, wie du sagst, von verschiedenen Musikern. Und diese Einflussnahme, auch eine Rücksichtnahme bedeutet, das heißt, man spielt zusammen, man beeinflusst aber, indem man die Trommel spielt, natürlich auch das Saiteninstrument als auch das Didgeridoo. Und man spielt quasi zusammen als auch das gleiche Instrument sozusagen zur gleichen Zeit auf eine Art. Und es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber das Interessante ist auch da, dass die Musiker sich total gut eingefunden haben, natürlich nach einer Probenzeit. Und es braucht immer so eine Stunde, bis man sozusagen sich dem Instrument nähert, aber dann passieren plötzlich ganz, ganz tolle Klangwelten. Und der eine, der sich an der Gitarre geprobt hat, ist dann aber am Didgeridoo besser und arbeitet sich sozusagen durch das Instrument durch und die haben sich dann auch abgewechselt. Also es war irgendwie so, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber das Instrument war sozusagen, hat sich so angeboten im Raum und plötzlich kamen so die Musiker dazu, die das auf eine Art besiedelt haben und bearbeitet haben und so eins wurden damit, weil sie auch wirklich gleichzeitig sozusagen diesen Körper bespielt haben. Das heißt, vier Musiker waren an einem Instrument dran oder vier Musiker waren an 10 Instrumenten dran und gleichzeitig haben sie haben irgendwie gemeinsam geklungen. Ich kann es irgendwie gerade nicht besser beschreiben, tut mir leid, aber ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wie dieses Instrument sozusagen einfach so ein Potenzial anbietet, erstmal formal und dann aber auch klanglich und wie man sich denen zu eigen macht. Also das ist irgendwie etwas, was ich auch, glaube ich, so in den Raum stellen wollte. Auch wenn du den Musikerinnen und Musikern experimentellen Freiraum mit den Resonators ermöglichst, hast du bei der Konzeption der Arbeiten schon klangliche und musikalische Vorstellungen im Kopf? Also ich habe natürlich schon was im Kopf. Also erstens kenne ich Instrumente mittlerweile ganz gut und spiele auch ein bisschen selber, aber in keinster Weise auf dieser Profi-Ebene. Aber ich weiß am Ende trotzdem nie, was rauskommt. Also es gibt ja auch einen Klangkörper, das heißt, ich weiß, es gibt einen Resonanzkörper, es wird auch klingen, auch ohne, dass man es verstärkt. Es wird eine Vibration geben, es wird ein Klangerzeugnis geben. Aber wie es dann im Zusammenspiel klingt, kann wirklich erst festgestellt werden, wenn man es dann auch macht. Manchmal stellt man auch fest, dass manche Instrumente zu laut sind, dass die Proportion vielleicht anders hätte sein können. Dann kann man vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber... Oder man muss es anders spielen lernen. Aber es ist ein Teil sozusagen geplant oder im Entwurf geplant auch. Und ein Teil entsteht wirklich erst, wenn es dann dasteht.
Und wie entwirfst du die dann, also jetzt rein von der bildhauerischen Ebene her? Also entwerfen tue ich sie sozusagen erstmal zeichnerisch, grob zeichnerisch. Dann habe ich einen 3D-Zeichner mit mir. Wir sitzen dann manchmal Stunden, Tage lang nebeneinander und dann sage ich, okay, kannst du hier bitte den Zylinder hinstellen und dann darauf die Pyramide, bisschen kleiner und dann die Aussparungen in einem Hexagon, auch ein bisschen größer bitte oder so oder so. Und dann arbeite ich mich sozusagen langsam heran. Das Tolle an diesem 3D-Zeichnen ist auch, dass ich mir das besser vorstellen kann. Also wenn ich es nur auf ein Blatt Papier entwerfen würde, dann hätte ich nicht alle Ansichten. Und mit dieser 3D-Technik hat man sofort sozusagen die Proportionen auch schon mal und die kann man auch variieren. Und man hat es wirklich von allen Seiten. Also diese bildhauerische Komponente, die ich vielleicht sonst mit irgendwie, also handwerklich mit was Bastelndem sozusagen auch machen könnte, mache ich sozusagen am Computer zunächst. Dann gibt es manchmal ein Modell. Und dann wird eine Konstruktionszeichnung erstellt oder ich gehe direkt zum entweder Instrumentenbauer oder zum Schreiner oder was auch immer, zum Schlosser und bespreche, wie man das sozusagen umsetzen kann, sodass welche Materialien es stabil genug machen, aber gleichzeitig fein genug, dass eine Vibration noch entstehen kann für den Ton und genau, und dass es auch sozusagen bespielbar ist, ohne dass es sofort kaputt geht von verschiedenen Musikern. Und gleichzeitig eben diese Feinheit und die Tonästhetik sozusagen nicht drunter leiden muss. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen Experten und Technikern und der Idee selbst sozusagen. Und gibt es dann auch nochmal eine Rückkopplung sozusagen von dem Instrumentenbauer, der sagt, ja, die Form, das ist jetzt ganz gut und schön, wenn es ein bisschen anders macht, klingt es besser und haben dann sozusagen die akustischen Vorgaben auch wieder Einfluss auf die Form? Schon manchmal. Also zumindest wird darüber nachgedacht, ob es dann die Form wirklich komplett ändert oder ob sie nur im Inneren sozusagen etwas ausgebaut wird. Das heißt, zum Beispiel dieses Resonator Strings, also dieses Saiteninstrument, das ist ein Quartett aus vier verschiedenen Saiteninstrumenten, also der Gitarre, Cello, Zither und Bassgitarre, genau. Und da stand die Form schon fest. Da habe ich dann mit dem Instrumentenbauer zusammengearbeitet, der Gitarrenbauer ist. Und der hat gesagt, dass natürlich die Aussparung von der akustischen Gitarre im Verhältnis zu groß ist, dass dann ein anderer Ton entsteht, der vielleicht nicht gewollt ist. Und dann haben wir das auch versucht, anders darzustellen. Aber dann war mir das wieder zu traditionell gitarrenmäßig, auch der Klang, dass ich dann wieder bei der größeren Öffnung geblieben bin. Wir haben aber dann das Innere dieser Körper, die auch wirklich akustisch ganz toll klingen, so ausgearbeitet wie eine richtige Gitarre, dass es eben die Wellen auch bricht und der Ton dadurch sozusagen noch besser zum Vorschein kommt. Wie reagieren die Instrumentenbauer auf deine Vorstellung? Also unterschiedlich. Ich habe ja wirklich mit vielen schon zusammengearbeitet, in Istanbul, in Athen, in Belgien und in Berlin. Also in Athen hatte ich einen Santuri-Spezialisten, ich wollte aus einem schönen runden Tisch eine Santuri bauen und der war aber eine Koryphäe darin und hat gesagt, dass er kann das quasi nicht machen, dass er jetzt eine Santuri an so einen runden Tisch baut und dann klingt es aber nicht wie der Original-Zither, also Santuri und deswegen kann er das nicht machen. Er findet das sozusagen eine, ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, auf jeden Fall ist es eine Entfremdung, die er nicht vertreten kann. Aber sein Sohn könnte es machen und dann hat es auch sein Sohn gebaut, der auch sehr, sehr gut war, der aber sozusagen von seiner Haltung her vielleicht einfach offener war und trotzdem, muss ich gestehen, hat er das aber auch so toll gebaut. Also es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen dem einen oder dem anderen Instrumentenbauer. Ich glaube, der war wirklich extrem herausragend. Also ich glaube, kein anderer hätte diesen Santuri-Tisch so bauen können wie er. Woher stammt dein Wissen über Instrumente? Ich gehe natürlich in jeder Stadt, wo ich bin, eigentlich in das Musikinstrumentenmuseum. Und es interessiert mich total sozusagen. Ich fand es schon immer faszinierend. Ich spiele auch oder habe mal Violine und Flöte gespielt. Meine Geschwister haben alle auch irgendein Instrument gespielt. Aber ich bin in keinster Weise gut, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe viel zu früh damit aufgehört und habe aber mittlerweile ganz viele Instrumente durch die verschiedenen Drehs und habe gedacht, okay, jetzt lerne ich endlich Akkordeon. Das wollte ich schon immer mal machen oder keine Ahnung, jetzt übe ich mal irgendein Blasinstrument. Am Ende habe ich es nie gemacht. Das ist halt das Problem. Ich interessiere mich dafür, aber eher auf dieser experimentellen, abstrakten Ebene. Vielleicht, ich habe früher auch mal überlegt, ob das nicht vielleicht mein Zugang
meine Rückbesinnung zum Instrumentenspielen ist, dadurch, dass ich keines wirklich Jahre, also oder in meinen Teenagerjahren alle aufgehört habe zu spielen, vielleicht kann ich auf diese Art und Weise mich sozusagen einem Instrument wieder nähern, ohne üben zu müssen. Weil ich wollte mir sozusagen diese Freiheit, ein Instrument zu lieben und auch Musik zu lieben, es aber nicht zu beherrschen, sozusagen nicht nehmen lassen. Ich glaube aber nicht, dass das die Motivation war, warum ich das gemacht habe. Und ich habe auch festgestellt, improvisieren kann ich vielleicht auch, aber es müssen schon wirklich gute Musiker sein, die das spielen. Das macht einen Riesenunterschied, ob das jetzt jemand ist, der ausgebildet ist und der das einfach gut kann und talentiert ist, oder jemand, der das einfach nur gerne machen möchte. Und deswegen ist es leider auch nicht der Zugang, wie ich sozusagen Instrument lerne. Ich muss das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Musik und Klang entwickelt sich ja immer weiter und sie dient vielleicht auch als Sprache, ohne sie im klassischen Sinn sozusagen beherrschen zu müssen. Vielleicht ist es auch das, weißt du, dass es auch darum geht, etwas eben nicht immer in der traditionellen klassischen Form weiterzuführen, sondern immer wieder neu zu hinterfragen oder neu zu belegen und neu zu formulieren. Nevin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind zurück am 4. Juni mit einer neuen Ausgabe der Volkswagen Art for All Online Edition und freuen uns, dann einen weiteren Künstler unserer Sammlung als Gast begrüßen zu dürfen, Wolfgang Tillmanns. Auch mit ihm wollen wir über seine Beziehung zur Musik sprechen und unsere Reihe so inhaltlich fortsetzen.